Ich hatte dir jetzt, also Dattel, ich hatte dir jetzt einmal noch kurz noch geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie noch anders erklären kann. Ich kann ansonsten mal gucken, dass ich das irgendwie nach dem Stream mal erkläre. Komm zurück. Danke. Vielen lieben Dank. Ich habe das gefunden. Sehr gut, sehr gut. Wenn nicht, wäre ja auch nicht schlimm gewesen, aber das ist halt so eine kleine. Ich habe das halt mit dem Tab als kleine Info reingegeben. Damit ihr dann halt auch Bescheid wisst. Weil leider, wie gesagt, zählt Twitch sonst die Zuschauer nicht mehr dazu. Und ich wusste das halt auch nicht. Mir wurde das halt auch erst erklärt. Und ja, das habe ich dann auch auf traurige Weise in anderen Streams, wo ich halt unterstützen wollte, das herausfinden müssen. Und ja, deswegen. Aber ich musste da tatsächlich bei mir auch suchen, weil ich habe zum Beispiel bei mir dieses Lautsprechersymbol habe ich oben auch nicht. Da kann ich bei mir zum Beispiel auch nicht draufklicken. Das heißt, ich muss tatsächlich mit Rechtsklick auf den Tab und muss dann die komplette Seite stumm schalten. Dann geht das erst bei mir. Also wie bei Frisches, dass ich da einfach oben draufklicken kann, geht bei mir auch nicht. Leider. Musste jetzt mal wieder den Frisches fragen. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, das oben mit dem direkt anklicken klappt bei mir auch nicht. Liegt aber vielleicht auch mit am Browser. Aber das mit Rechtsklick oben auf dem Tab, das geht. Rechtsklick, Tab und dann auf stumm schalten. Dann kann man das wunderbar machen. So. Jetzt habe ich vor lauter Essen vergessen, was wir machen wollten. Reiter kenne ich. Ah, okay. Reiter kenne ich zum Beispiel nicht. Ich kenne halt nur Tab. Aber so unterschiedlich ist das halt. Du wolltest Elfen abschlachten. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte keine Elfen abschlachten. So, wir müssen in den tiefen Wald. In den tiefen Wald. Gibt es hier noch irgendeine Quest? Ja, hinab in die Tiefen. Und unbekanntes Eosea. Ich glaube, da will ich einmal nachgucken. Ich will mal wissen, was das ist. Ach, da spielt wieder eine Musik. Ich finde das immer so witzig, wenn man dann halt auch wirklich auf diesen Musikinstrumenten spielen kann. Da erschrecke ich mich dann manchmal so ein bisschen, wenn dann plötzlich so ein anderer Sound kommt, der die ganze Zeit läuft. Juh. Bin Elfen abschlachten. Würdest alle Elfen abschlachten. Hier werden keine Elfen abgeschlachtet. Du kannst auch deine Klassen-Story weitermachen. Recht wichtig ist, dass man teilweise das Skills dadurch bekommt. Ah, okay. Stimmt. Ja, ich muss. Warte mal. Das hier lese ich mir nicht vor. Ja, mach mal. Warte mal. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Das hier war's, ne? Das hier müsste die Klassenquest sein. Das haben wir ja gerade angenommen. Ach stimmt, ja. Das war das, was wir vorhin gemacht hatten. Was ich ja noch abgeben wollte. Gut, dass du das sagst. Ja. Da werden sie wenigstens endlich mal den Weg hin. Ich glaube, das wird Ewigkeiten dauern, bis ich mich in der Stadt komplett zurechtfinde. Wo ist der Fuzzi? Da. Ach, stimmt. Das war dieser komische Unfreundliche. Der uns nicht leiden kann.
der uns die ganze Zeit eigentlich nur mies macht. Nicht schlecht. Du hast eine beachtliche Übermacht an Ixa überlistet. Ich bin stolz auf dich. Aber Lucien, das ist keine Übung mehr. Sie ist doch nur eine Abenteuerin. Du kannst Sylvia nicht erlauben, sie als Spielfigur in unserem alten Verfahren in Konflikten einzusetzen. Macht sich doch nur lustig über sie. Nach all dem erkennt sie immer noch nicht an. Jetzt sagte es sei nur Glück gewesen. Oh, bist du dir sicher? Aber er hat doch... Oh Gott. Frisches, vielen lieben Dank für deine Donation. Vielen lieben Dank für deine 5 Euro. Danke. Du weißt, dass das nicht nötig war, oder? Oh, danke. Oh, da kriegst du daher den Hintern voll. Ja, so geht das. Danke. Ich sagte, das ist einfach. Gott, aber erstmal so schön voller Schreck, ne? so ein kleiner Herzinfarkt am Abend. Das entspricht von, ich verstehe die Jugendsprache nicht. Ich bin 24 und verstehe die Jugendsprache auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was so manche Leute da manchmal von mir wollen. Aber man lernt nie aus. Natürlich hat er gesagt, es sei Glück. Aber er weiß, dass es weit mehr als das brauchte. Nur kann er seine Fehler nicht so ohne weiteres eingestehen. Das ist eine Art, das ist seine Art. Hast du nicht gesehen, wie verlegen er war? Er hat sie anerkannt. Sei beruhigt. Ihm ist wohl am wenigsten bewusst, dass er seine wahren Ansichten nicht verbergen kann. Auf jeden Fall hast du gute Arbeit geleistet. Du hast Leis und Silvers Lektion erfolgreich in die Tat umgesetzt. Und bewiesen, wie vortrefflich du mit dem Bogen umgehen kannst. Da du die Grundlagen gemeistert hast, werde ich dich nun in eine ganz besondere Technik einweihen. Die sogenannte Mannstopper-Technik. Dein Schuss schleudert dich um 10 Jalme zurück, also weg aus der Gefahrenzone. Du kannst dir also Bogenschützen im entscheidenden Moment etwas Luft verschaffen. Über dem Mannstopper im Kampf und du wirst sehen, dass ich nicht übertreibe. Ach, das... Ah, okay, das Ding hier. Das bringt aus alles nichts mehr, aber... Das passt. Ging es um Gamer- oder PC-Begriffe wie FK, WTF? Gut, FK weiß ich. FTW wüsste ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Gut, GG, ja. Das lernt man so mit. Aber FTW, ich habe keine Ahnung, was FTW heißt. So, ich möchte einmal ganz kurz was einstellen. Geht sofort weiter. Und zwar... So. WTF-Roppel, lol. So. Nein. So. Das ist FTW, klingt wie eine Partei. Wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, was FTW heißt. AFK, WTF und so weiter, das weiß ich noch so, ne? Das lernt man aber sonst. Ist ein Multibegriff.
Ja, okay. Für Grins Grin steht und nicht für Good Game. Doch, GG wusste ich tatsächlich, aber GG war halt eher wegen Among Us. Among Us und Dead by Daylight. Da habe ich dann nämlich, musste ich tatsächlich irgendwann auch mal nachfragen und meinte dann so, was heißt eigentlich GG? So, ja, ne? Keine FTW als For the Win. Ach du grüne Neuner. Also manches bei einigen Sachen muss ich echt nachfragen. Wer halt aus GG. Dachte immer, da geht es irgendwie um ganz andere Sachen manchmal. Achso, ja, jetzt habe ich hier dieses Ding. Ich will immer noch. Wie kriege ich da nochmal? Wie kriege ich dieses dritte Fenster da nochmal hin? Ich habe das einmal, ein einziges Mal habe ich es hingekriegt, wie ich dieses Fenster da hinkriege. Wie geht das? Ah. Warte mal. Ich kriege das dritte Kommandofenster da rein. Also so, dass ich es benutzen kann. Wie? Warte, so. Ah, okay, ich hab's. So. Sehr schön. Dann mache ich nämlich Rückführung. Das. Das. Okay, so. Das habe ich zumindest erst einmal. Wir sind die dritte Leiste. Irgendwann kommt vielleicht noch eine vierte, aber mal gucken. In Stream kamen dann Begriffe, wo ich langsam intervenieren musste. Ich habe 30. Bock, was dies das überhaupt heißt. Das? Keine 30% wussten, dass 2 von 3 haben irgendwas anderes vermutet, so wie GG. Okay. Wie gesagt, ich wüsste halt auch so viele Begriffe, wüsste ich glaube ich auch nicht. Das. Ja. Aber wann hört man sowas auch mal? Vor allem, ich frage mich auch immer, wer sich dann solche Wörter, also wer solche Wörter dann erfindet, wie Lurk zum Beispiel. Ich wusste nie, was Lurk bedeutet. Warum steht eigentlich, warte, meine Liste da oben eigentlich, ne? Also, warum aktualisiert sie die sich nicht? Wusste ich halt nie, was Lurk bedeutet. Das habe ich durch einen Stream herausgefunden. Wo mir dann halt erklärt wurde, was das überhaupt bedeutet. So funktioniert das jetzt? Ja, jetzt funktioniert das wieder. Lurk heißt ja eigentlich lauern, ja. Eigentlich ja. Aber wie gesagt, ich konnte damit halt im Stream überhaupt nichts anfangen. Ich glaube sehr viel. So, was heißt das? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Das übersteigt meine Kenntnisse. Gasthaus Buscarhorns im Südwald hat sich mit einer Bitte an uns gewandt. Er sagte, er habe Wilderer in der Nähe seines Gasthauses gesehen und wäre dankbar, wenn wir ihm jemanden von der Weltläufer, von den Weitläufern schicken konnten. Könnt ihr das übernehmen, ihr drei? Was? Drei? Und der? Dann Itzikat oder irgendein Code für Atomraketen. Leisten 100 Viertel aus Harry Potter logisch. Oder irgendein Hochsicherheitspasswort vielleicht. Daran würde ich dann vielleicht auch noch mitdenken. Aber nicht, dass das irgendeine tiefere Bewandtnis hat. Lass mich das alleine erledigen, Lucien. Die beiden Anfänger sind mir nur ein Klotz am Bein. Nein, er geht zu dritt. Gesundheit, Frisches! ihr geht zu dritt. Ende der Diskussion. Außerdem hast du ihr Talent doch selbst erkannt. Anerkannt. Ich habe es unterlassen, sie hochkant aus der Gilde rauszuwerfen. Das heißt aber nicht, dass ich sie in irgendeiner Weise anerkenne. Ist so wie Dolby Surround. Oh. Es gibt eigentlich so blöde Abkürzungen. Genauso wie HDGDL früher. Statt "Ich hab dich ganz so lieb" zu schreiben, immer nur HDGDL. Und ich denke mir so, ja, toll. Schön. Wie viel Langeweile muss man haben, um solche Abkürzungen zu erfinden? Ich weiß nur, dass in Wild War heißt und das heißt wahrscheinlich, dass bisher 3 von 4 benötigten Leuten vorhanden sind. Okay. Der Rest sagt mir auch nichts. Ja, wir wählen sie schon mal einen kleinen Schritt weiter. Aber wie gesagt, für mich sieht das aus wie so ein Sicherheitspasswort. Wenn man das alle so zusammenliest. Dich erkenne ich auch nicht an. Und immerhin kann ich um mein Land. Kann ich mein Land verteidigen. Mondkalb, anders als primitiven Feindsteller. Oh, du selbstgefälliger. Was weißt du schon über uns Mondstreuner? Schluss jetzt mit dem Unsinn. Ihr geht jetzt in den Südwald und steht bei Buscarhorn nach dem Rechten. Ihr seht bei Buscarhorn nach dem Rechten. Und zwar zu dritt, verstanden? Weltbildung, Einladung für Weltnamenskürzel. Oh, so voll. Seht ihr Schadensmacher oder Priesterheil? Jetzt 3 von 4 Spielern. Verstehe noch nicht mal die lange Version der Abkürzung. Nö. Das stimmt doch nicht, Frische. Quatsch. Dafür weißt du andere Dinge. Dafür weißt du ganz, ganz andere Dinge. Können wir uns eigentlich in den Südwald teleportieren? Südwald? Haben wir den? Haben wir. Bei mir gibt es ja auch, also ich weiß ja auch noch lange nicht alles, auch was hier mit dem ganzen Streaming-Quatsch hier so, Gott, da habe ich auch noch einiges zu lernen. Lustig wird es dann, wenn ich dann irgendwann mal Emotes und so weiter hier einbinden kann. Da habe ich überhaupt gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Das muss ich mir dann auch nochmal angucken. Okay, gibt's hier was umsonst? Ist hier irgendeine Feier oder irgendwas? Ich frag ja nur. Haben doch Langeweile. Ich glaube, im Südwald waren wir noch gar nicht großartig. Wir sind bisher hier immer nur einmal so. Einmal kurz durchgelaufen. Gehen wir mit dem Hundeturm, ich dann
Muss ich morgen wieder zum Malore. Ja, mach das. Streich den Hund nochmal von mir. Und knuddel ihn ganz, sie ganz lieb. Dir dann eine gute Nacht. Und das Arbeiten wird ja halb so schlimm. Denk einfach an was Schönes. Dann geht die Arbeit auch relativ schnell vorbei. Dann noch einen tollen Abend. Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du da warst und schlaf schön und bis morgen. Um eine für eine Mission aufwählt. Ich suche einen Schadensmacher für einen Heiler. Wir sind drei von vier möglichen Leuten. So. Habe ich eigentlich schon wieder alles für Werbung drauf? Ida und Papalimo sind hier. Okay, die Musik ist geil. Zeige dir noch andere Quests, die ich. Wir nehmen die einfach mal. Einfach mal annehmen. Kann ja nicht schaden. Unter 20er würde ich jetzt keine Quest annehmen, aber hier, das passt. Ah, die Leute von der Waldläufergilde, oder? Sehr gut, sehr gut. Ich bin Buskaron und das ist meine bescheidene Schenke. Hier ist die Bonusfrage, das könnte etwas gemeint sein. Was heißt Didi? Keine Ahnung, warte nicht. Also nicht Dead by Daylight, dann wäre da noch ein B dazwischen. Toll wie digital. Mühlenbruch ist aufgrund eines bestimmten Inhalts, den man da spielen kann, immer recht gut besucht. Ah, okay. Das erklärt den Menschenauflauf. Doppel-D. Oh Mann. Damage-Dealer. Sowas gibt es auch noch Abkürzungen. Also ich gehöre tatsächlich nur zu der Fraktion. Ich sag lieber den kompletten Begriff. Statt mich mit diesen ganzen Tastenkürzeln, mit den ganzen Kürzeln auseinanderzusetzen. Ich habe Lucien um Hilfe gebeten, weil ich ein kleines Problem mit einer Bande von Wilderern habe. Bei uns in Südwald gibt es eine Menge Gesetzloser. Ihr wisst schon. Eigentlich weiß das jeder, aber keiner tut was dagegen. Mit Verlaub. Wie ihr sagt, es ist nicht ungewöhnlich, in dieser Gegend Wilderer anzutreffen. Das ist bedauerlich, aber nicht unsere Aufgabe. Wieso habt ihr uns hineingezogen? Hinzugezogen, Entschuldigung. Tja, weil es nämlich keine gewöhnlichen Wilderer sind. Deswegen. Es ist Pava Mutjuks Bande. Wessen? Sagt euch nichts. Jedes Mal, wenn wir sie fast haben, sind sie schon einen Schritt voraus. Sie verlegen ihr Nest quasi jeden Tag, aber diesmal können wir die Miezen am Schwanz packen. Die Sache ist, dass ich eine Abmachung mit einem Rotbauchwespe. Mit den Rotbauchwespen habe. Wir lassen die Finger von ihr im Versteck und sie bleiben schon weg von meiner vornehmen Schenke. Und wenn ich ein Riesenaufgebot von Nofika Schaf und von Klageregimenten herbeizitiere, können sie das in die falsche Kehle bekommen. Würde so aussehen, als kämen die wegen den Wespen und das würde sie mir verdammt übel nehmen. Wohingegen drei Bogenschützen wie wir keine Aufmerksamkeit erringen. Ich verstehe. Ihr könnt uns die Angelegenheit getrost überlassen. Hey, Elia, wir durchkämmen die Gegend nach diesen Wilderern. Sobald wir genügend Hinweise gefunden haben, treffen wir uns wieder hier. Okay. Dann mal auf nach Hinweisen suchen. Damage. Zu grüne Nana.
Schmalmaulobern. Kätzchen. Ah, okay. Glaubst du, eine ähnliche Fähigkeit gibt es auch bei WoW? Meine ich. Ich hoffe nur, dass sich jetzt mein Magen wieder so langsam beruhigt. Ich sollte mir langsam mal angewöhnt, abends nicht mehr zu essen. Oder lieber morgens und mittags zu essen. Dann habe ich abends vielleicht endlich mal Ruhe. Von dir will ich nichts. Können wir einfach was wieder abgeben? Sind wir hier gerade? Wenn du dir das nicht als stehe, kassieren das Bollwerk, denk vor deinem Gegner stehst und auch nicht teilst. Du wirst ständig verursachst Schaden. Ja. Sowas kapiere ich dann schon wieder. Allerdings, ja, ich bleib lieber bei den normalen Begriffen. Und nicht bei irgendwelchen Kürzeln. Weil ich schon immer so ein... Wie gesagt, das ist genauso wie früher in der Schule, wenn man dann, ich hab dich lieb oder sowas gesagt hat. Dann sagt man das auch einfach. Oh, dafür kein Tastenkürzel. Kein Wortkürzel. Das bringt meistens mehr Verwirrung als alles andere. Wie gesagt, wie mit dem Lurk halt. Wo ich dann halt gedacht habe, hä? Was ist denn ein Lurk? Bedeutet Lurk, ist Lurk irgendein Tier oder irgendein Zustand oder keine Ahnung? Ein Kumpel, der halt ausstreamt, der musste mir das, wie gesagt, erstmal erklären. Weil ich auch noch gedacht habe, okay. Ja. Interessant. Was ist das? Pärchen. Machen echt immer so ganz komische Geräusche beim Sterben. Warte mal, wie benutze ich da was? Wie was? Ah, okay, warte. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay. Klar soweit. Das ist halt das weiß, also in dieser Folge die Stimmen, die ich mit 32 Jahren als Umsatzzeichner so bezeichnen lassen muss. Die selber keine Ahnung haben. Das Einzige, was passiert, ist, dass Leute unnötig vor. Und sicher werden. Das ist schade. Ja, da gebe ich dir recht. Vor allem mit solchen Sachen. Wenn dann andere halt auch sowas besser wissen. Und jeder Mensch ist halt ja auch anders. Und manche Leute verunsichern das wahrscheinlich so ungemein. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei mir hält sich das noch in Grenzen.
Wenn ich bedenke, als ich angefangen habe mit Stream Anfang des Jahres, ich war bei jeder kleinen, noch so kleinen Kacke, war ich sowas von nervös. Und auch bei jedem, oder halt sobald auch zum Beispiel Backseat Gaming stattgefunden hat. Dass ich das dann halt auch zugelassen habe. Weil ich mir dann halt auch hinterher gedacht habe, so Alter. Und wenn dann halt auch noch, wie hier dann halt so Jugendsprache da quasi verwendet wird. Und man deswegen dann auch noch fertig gemacht wird. Oder ausgelacht. Ausgelacht ist es ja eher. Weil man etwas nicht weiß und die Leute das dann besser wissen, aber es wahrscheinlich eigentlich doch nicht besser wissen. Das ist scheiße. Hatte ich bisher Gott sei Dank recht wenig. Soll ich sagen, was sie über ihr Opa 32 Jahre sagt? Also mit 32 ist man nun, trotz dass man keine Jugendsprache, also sich damit nicht auskennt, ist man keine Oma. Also finde ich zumindest nicht. Wobei es gibt auch Menschen, die sich mit 20 Jahren oder so tatsächlich auch schon wie alte Leute verhalten können. Aber das liegt dann oft an einem selber. Wie komme ich da jetzt hoch? Genauso wie es Menschen gibt, die vielleicht 50 oder 60 sind und tatsächlich wahrscheinlich schon Oma und Opa sind, die sich aber fühlen, als wären sie gerade mal 20. Das gibt's auch. Also. Ist immer noch nicht. Name im Wald. Nach Hinweisen suchen. Ja, ein Hinweis fehlt. Weiß ich, wo er ist. Im Moment, wenn mein Mann komische Laute von sich gibt. Also ich finde hier gerade nichts. Ich bin gerade blind. Das sind Blumen. Da geht es aber schon fast wieder zurück. Da hinten. Gefunden. Kannst du ihn nicht verstärken? Ich sehe dich.